Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Hi, mal wieder der Alex. Und der Stefan. Vom Monat. Mob. Ja. So. Ja, wir haben es geschafft. Der Monat ist um. Genau, ja, wir haben es quasi durchgezogen. 30 Tage sind wir rausgegangen und haben Zeit im Freien verbracht. So schaut es aus. Ja, und deswegen ist es an der Zeit, ein Fazit zu ziehen. Genau, das tun wir. Gut, ich fange vielleicht erstmal mit meinem Fazit an, wenn es sich nicht stört. Und genau, also ich habe auf jeden Fall gelernt, es ist gut, früh schon mal einzuplanen, was ich denn für eine Aktivität am Tag machen will. Das ist einfacher, als das Ganze spontan irgendwie in den Tagesablauf einzubauen. Vorhin im Vorgespräch haben wir auch festgestellt, dass es überhaupt sehr gut, also sich schon Aktivitäten für den ganzen Monat vorzunehmen, da so eine Spaßkomponente reinzubringen, dass man halt sagt, hey, man will Drachen steigen, Longboard fahren, man will, wie ich ja... Das will ich ganz sagen, ja, das stimmt. Okay, was ich hatte mir ja nicht so viel vorgenommen, deswegen habe ich jetzt auch draus gelernt, dass ich es eher machen, dass es sehr hilfreich ist zu machen. Was hatte ich mir vorgenommen? Ich hatte mir vorgenommen, im Regen joggen zu gehen. Das hat leider nicht geklappt, weil irgendwie ich habe es dreimal versucht, sogar an Tagen, wo es geregnet hat. In dem Moment, wo ich rausgegangen bin, hat es nicht mehr geregnet. Schweinerei. Das, obwohl das Wetter eigentlich relativ schlecht war in der zweiten Hälfte ist. Kam uns nicht unbedingt entgegen, aber wir sind trotzdem rausgegangen, genau. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Nö, es ist okay. Ja, das andere, was ich mir noch vorgenommen hatte, mich in einen Kaffee zu setzen und Leute zu beobachten oder einen Park, das hat auch nicht so gut funktioniert, weil dann eben das Wetter nicht mehr so gut war und dann waren einfach nicht mehr so viele Leute da, denen man hätte zugucken können. Ja, genau. Da kann ich gleich anknüpfen auch, weil... Also ich habe für mich auch festgestellt, ich brauche Abwechslung. Ich bin ja sehr viel rausgegangen, spazieren. Das tut mir eigentlich sehr gut, aber irgendwann war es dann doch ein bisschen zu eintönig. Vor allem, weil ja auch die Spazierrouten direkt vor der Haustür, die selbst wenn man so ein paar Ecken erkundet, die sind ja dann doch irgendwann abgelaufen, die kennt man dann schon. Von daher ist es auch sehr gut, diese Aktivitäten schon mit einzubauen, vorher zu, also nicht den Monat durchzuplanen, aber sich einfach ein paar Sachen schon zu überlegen, die Spaß machen, damit man auch ein bisschen Abwechslung reinbekommt und das Ganze nicht so eintönig wird. Ja. Aber eine Sache fand ich auch sehr gut, die ich durchs Laufen gelernt habe. Ich habe teilweise meinen kompletten Tagesablauf dadurch etwas entschleunigt, weil ich einfach schon von vornherein gesagt habe, okay, ich mache nicht dies, das, jenes, sondern ich habe einen Termin. Und zudem fahre ich halt mal nicht mit dem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern ich laufe einfach hin. Das braucht dann natürlich etwas länger, aber dadurch ist der ganze Tag auch irgendwie etwas entspannter, weil man packt nicht so viel rein und ist dann bewusst, ja, ist spaziert einfach und kann irgendwie den Weg auch genießen, anstatt irgendwie so durch die Gegend zu hetzen. Das war auch eine sehr schöne Erfahrung. Das ist generell, glaube ich, ein Vorteil auch vom Laufen. Ich merke das auch immer, wenn man läuft, dass man viel mehr wahrnimmt, als wenn man mit dem Fahrrad irgendwo in der Gegend rumbrettert. Genau, also ich möchte jetzt... Aber das ist, wenn das nicht recht schnell Fahrrad fahre, immer, vielleicht liegt das dann daran, aber bewusst ist man einfach bewusster unterwegs und das ist einfach schön in dem Tempo, wie man eigentlich wahrscheinlich sich fortbewegen sollte. Ja, wobei da jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass Fahrradfahren was Schlechtes ist. Nee, das wollte ich damit nicht sagen. Nee, ich habe gerade an Flugreisen denken müssen, weil man da immer sagt, dass die Seele nicht hinterherkommt, wenn man sich so schnell bewegt. Deswegen fühlt man sich dann, wenn man auf einem anderen Teil der Erde ankommt, oft so disconnected. Also das ist mir mal erzählt worden. Und ich habe das Gefühl auch, wenn ich bin einmal nach Asien geflogen, danach war ich irgendwie 2 Tage lang neben mir gestanden.
Aber das ist nur am Rande. Ja, also Fahrradfahren ist wahrscheinlich eine Spur weniger kritisch. Also, wenn, das ist eine interessante Theorie. Also ich meine, das kann man dann aber auch schon aufs Autofahren übertragen, im Prinzip auf der Autobahn, weil ich meine, da kriegst du auch nicht mehr viel mit. Ja. Und ja, also dem, was ich sagen wollte zum Fahrradfahren, Fahrradfahren ist toll, aber wie du schon sagst, der Weg, den kann man nicht mehr so bewusst und entspannt mitnehmen. Ja, richtig. Genau. Also ja, dann hat es bei dir zur Entschleunigung geführt, das ist gut. Genau, ja. Aber ich werde auch, muss sagen, habe ich jetzt auch mir dadurch angeeignet, ich werde im Winter jetzt, das habe ich fest geplant, auch öfters rausgehen, weil im Winter bin ich nicht oft draußen und einfach mal spazieren gehen im Winter ist auch eine tolle Sache. Das ist ja auch ein Ziel von uns, dass wir jetzt nicht bloß die 30 Tage gemacht haben, um die 30 Tage zu machen und danach das Ganze über Bord zu werfen, sondern unser Ziel ist ja langfristig, das zur Gewohnheit werden zu lassen. Deswegen ist es jetzt auch sehr spannend zu sehen, wie wir das weitermachen. Ja, vollkommen richtig. Zum Beispiel gestern war der 31. Von daher im Prinzip außerhalb der ersten 30 Tage. 30 Tage waren fertig. Und gestern ging es mir so, dass ich trotzdem raus bin und mich dann auch ein Stück weit freier gefühlt habe. Also diesen Druck davor habe ich schon wahrgenommen. Das ist eine Sache, die ich berichten kann über die ersten 30 Tage. Der hat jetzt zwei Sachen, der Druck. Also zwei Seiten sozusagen. Die negative ist, dass es eben Druck ist, dass man sich irgendwie verpflichtet fühlt, rauszugehen und dass es ein bisschen wehtut so oder unangenehm ist. Und die positive Seite, die in meinen Augen wichtiger ist, dass man es eben tut. Und ohne diesen Druck, wir haben jetzt auch im Vorgespräch darüber gesprochen, ob wir das dann wirklich so knallhart durchziehen, dass wir jeden Tag das machen müssen oder ob man so eine Art Joker-Karte auch spielen kann, dass man mal sagt, okay, jetzt mache ich heute mal einen Tag Pause, dann sind wir selbst noch am herausfinden, was da der beste Weg ist oder ob es denn in Ordnung ist, einen Tag zu pausieren und dann trotzdem das dazu führt, dass man sich die Gewohnheit eben aneignet. Stimmt, ja, wir sind da noch am, haben auch noch keine Lösung gefunden. Ich habe im Moment eine Theorie, mal schauen, ob, also ich würde vielleicht denken, wenn man sowas wie mit dem Rausgehen, das ist vielleicht eher so eine zusätzliche Tätigkeit, sage ich mal, da mag das noch relativ gut gehen, wenn man mal einen Tag aussetzt. Wenn man aber versucht, eine Gewohnheit durch eine andere zu ersetzen, sprich, essen wird man immer, wenn man jetzt versucht, seine Gewohnheit umzustellen und aber eine bestimmte Nahrung durch eine andere zu ersetzen, dann ist es vielleicht nicht so günstig, da mal einen Tag auszusetzen und wieder in die alte Routine reinzufallen. Mal schauen. Wir werden sehen. Genau, hängt sicherlich von der Aufgabe ab, die wir uns vorgenommen haben. Genau, absolut. Ja, du bist jetzt schon eingestiegen. Ich habe noch eine wichtige Sache, die mache ich noch kurz loswerden, dann kannst du weitermachen. Und zwar ist mir auch aufgefallen, allein die Tatsache, dass man sich schon mit dem Thema auseinandersetzt, noch nicht mal wirklich, dass man rausgeht, sondern dass man sich einfach bewusst drüber wird, hey, rausgehen tut mir gut, was mache ich denn heute, wie gehe ich denn raus? Das ist, hat schon eine ganz andere Qualität, als wenn man gar nicht drüber nachdenkt, weil man einfach in dieser Normalität gefangen ist, in der Wohnung zu sitzen, sage ich mal. Hm. Allein schon dieses Geistige damit auseinandersetzen und bewusst werden, ist schon sehr wertvoll. Genau, und das ist ja auch eines unserer Ziele, dass man nicht bloß tut, sondern sich eben bewusster wird mit dem, was man tut. Also nicht bloß stur rausrennen, weil irgendjemand von uns gesagt hat oder vorgeschlagen hat, sondern bewusst reinfühlen, wie das, was das mit einem tut und wie es funktioniert und so. Genau, also wenn wir jetzt da schon bei dem Thema sind, können wir vielleicht auch gleich einsteigen. Wir hatten in der Gruppe das Feedback, dass es auch sehr wichtig ist, zu reflektieren. Und genau, das passt an die Stelle. Also ja, also es ist immer sehr gut, nicht nur zu tun. Zu tun ist sehr wichtig, auf jeden Fall erstmal tun, aber nach dem Tun im Prinzip jeden Tag auch sich immer überlegen, hat mir das gut getan, wie kann ich das verbessern, ja. Genau, und das dann auch ruhig in die Gruppe reinzuschreiben. Also der Vorschlag war von der Cynthia so eine Art, wie hat das genannt, schamfreie Zone einzurichten, dass man auch mal sagt, das hat jetzt nicht geklappt und also Alex und ich kann es nur für uns beide sprechen, weil wir gerade hier sitzen. Wir
nehmen das dann auf und werden da auch keinesfalls drüber lachen, weil wir, ihr seht ja selbst, dass wir auch zu kämpfen haben. Also ist ja auch nicht so, dass wir da mit dem Finger schnippen und das tun. Von daher vielleicht der Aufruf an uns alle, da auch mehr Gefühle zu offenbaren und auch mal noch mehr zu schreiben, was nicht klappt. Nicht bloß das zu schreiben, was klappt. Es gab vereinzelte Leute, die das schon sich getraut haben. Die Hanna hat das gesagt und die Alana auch. Mhm, ja. Die haben offen gesagt, okay, das ist mir zu viel, das wird zu zwanghaft, da setze ich mich zu viel unter Druck und so und verspannt. Von daher schreibt das ruhig rein und dann lernen wir auch was draus, dann lernt die Gemeinschaft was draus, wie man es dann besser handeln kann, was man vielleicht tun kann, um den Druck wegzunehmen. Oder diese Joker-Karte, die Idee gefällt mir nicht da. ja, also schreibt, was ihr fühlt, das ist gut. Und gilt auch für mich, weil ich bin auch nicht der Typ, der sowas unbedingt publik macht. Noch nicht, aber es wird immer mehr und ja, vielleicht ist das der Aufruf dazu, das jetzt zu tun. Genau, also ich glaube, ja, für mich wird es in Zukunft sicher auch gelten. Der erste Monat war jetzt vielleicht noch nicht so schwer für mich, aber es werden sicher Sachen kommen, wo ich auch zu knabbern habe und ja. Ja. Eben, du bist ja schon ein Rausgeher gewesen, ich war es noch nicht, deswegen für mich war es, habe ich ja schon in der Zwischenfolge berichtet, manchmal schon schwer, mir das ja jetzt wirklich rauszugehen. Aber ich habe ähnliche Tipps wie du gefunden, die mir helfen, nämlich, dass man sich schon am Morgen überlegt, was man tut. Habe ich gar nicht so oft gemacht, aber an den Tagen, wo ich es gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, da habe ich viel mehr Klarheit, da muss ich nicht immer überlegen, ja, wo gehe ich jetzt hin. Das ist auch so ein Ding, was der Verstand dann dauernd wieder spult, wenn du nicht weißt, was du tust, das kommt dann alle 5 Minuten, aber ich muss später noch raus, was tue ich denn? Ich glaube, das ist... Genau, und dann hast du auch wieder diese Druckkomponente, weil dann ist es auch irgendwie wieder so dieses Müssen. Ich muss ja heute noch. Genau, ich muss mich auch noch entscheiden und ich muss dann noch raus. Und irgendwie 2 Sachen, die man noch machen muss. Wenn man es am Morgen schon entscheidet, dann hat man auf jeden Fall die eine Komponente weg. Und dann freut man sich, wenn man sich dann für irgendwas entscheidet, was auch noch Spaß macht, das war auch der Tipp von dir, dass man sich überlegt, was man alles gerne tut, dann hat es noch viel mehr, dann hat man viel mehr Bock rauszugehen. Wenn ich gesagt habe, ich gehe heute jonglieren oder ich gehe später noch Drachen steigen, dann war das viel mehr Spaß oder viel leichter dann auch, dann die Tür zu verlassen. Genau, ich glaube, es lag gerade schon auf deinen Lippen. Du hast es nur nicht ausgesprochen, man freut sich dann drauf. Okay, ja, genau. Stimmt, ja, das ist die beste Formulierung. Und was mir auch noch hilft, noch ein Tipp, dass man sich außen Termine mit anderen Leuten macht, das für viele Leute gang und gäbe, bei mir nicht unbedingt, wenn man daheim arbeitet. Und wenn man dann so einen Termin hat, dann macht man es halt auch einfach. Das war auch noch eine Sache, die ich den Leuten mitgeben kann. Und ja, genau, das kann man aber vielleicht auch am Wochenende, mag das auch durchaus für jeden gelten. Also ich meine, Termine können ja auch private Termine sein mit Freunden oder so. Genau, was ich auch damit auch meine, ehrlich gesagt. Ja. Ach so, okay. Geschäftstermine habe ich selten außen, zumindest zur Zeit. Viel über Skype und so, naja. Okay, über Skype, genau. Wir den ja zum Beispiel, aber das ist halt jetzt bei uns, wir können uns jetzt nicht einfach jedes Mal in Frankfurt treffen oder so, draußen auf der Straße. Frankfurt, weil das die Mitte ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das wäre sogar noch weiter südlich, oder? Aber wurscht. Aber das war der Gedanke dahinter, genau. Eine Sache möchte ich noch kurz anmerken, weil ich das einfach so super cool fand, die Idee. Ich weiß gar nicht, von wem die Idee kam, aber dieser Impuls kam auch aus der Gruppe. Und zwar hat irgendjemand der Christine vorgeschlagen, sie könnte sich ja vorstellen, einfach, dass sie so einen imaginären Hund hätte, mit dem sie jeden Tag raus muss. Ich glaube, das hat sie selbst gesagt, oder? Hat sie das selbst gesagt? Das hat sie selbst geschrieben, ja, dass sie sich das in Meditationen dann vorstellen wird, diesen virtuellen Hund zu haben. Also mit dem Hintergedanken, dass die viele andere Leute bei uns in der Gruppe halt einen Hund haben und dadurch eben jeden Tag schon draußen sind. Oder das war der Hintergrund? Das war der Hintergrund. Und sie hat ja dann auch gesagt, das hat ihr sehr geholfen. Einfach. Und sie fand es dann auch spaßig, mit dem Hund rauszugehen irgendwie. Ja. Vielleicht noch Feedback von der Silvia Pirateneule. Auf jeden Fall ein absolut positives Fazit hat sie gezogen. Und dass sie jetzt viel bewusster ist beim Draußensein und das auch genießen kann und sich auf den nächsten Monatsmob freut. Da freuen wir uns auch drüber und auch da drauf. Und von Andreas noch ein Riesendank an Steffen und Alex. Ist eine geile Sache hier. Ich hoffe, das wächst. Werde gerne dazu beitragen. Rockt den Laden.
Genau. Ja, und wer den Laden mitrocken möchte, der ist herzlich eingeladen, in die Facebook-Gruppe zu kommen, falls er da noch nicht ist. Da gab es ja jetzt auch erst eine Abstimmung. Und wir werden diesen Monat, ja, meditieren oder entspannen. Und da der Monat schon angefangen hat, machen wir das ab heute. Genau, wir haben auch noch eine zweite Umfrage gestartet, was denn jetzt die Leute auch tun werden in dem Monat. Und da waren der Großteil der Leute fürs Meditieren oder haben gesagt, sie werden meditieren. Und das ist auch das, was wir beide machen. Du hast schon angefangen heute mit Alex. Genau, einmal alles gemacht. Okay. Und es war sowohl anstrengend als auch sehr, ja, sehr entspannt. Also mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich werde Nachmittag einsteigen. Dann können wir auch gleich schauen, wie es, also ja, wird wahrscheinlich jeder sich raussuchen, wie es passt, aber im Interview, Vorschlag von der letzten Folge war ja der Vorschlag, dass man eher das am Morgen macht, was du jetzt getan hast. Ich habe eher gesagt, ich mache es Nachmittag, um nochmal ein bisschen Energie zu tanken für den Nachmittag. Ja. Bin gespannt, wie das bei uns beiden wirkt. Genau. Ja. Bin natürlich gespannt, wie es bei euch wirkt. Schreibt uns hier drunter einen Kommentar unter die Folge und man sieht sich in der Facebook-Gruppe und vielleicht auch mal beim Online-Zusammen-Meditieren oder so. Ja, schau mal, was da noch entsteht. Wir sind ja erst ganz am Anfang. Genau. Ja. Prima. Also dann. Bis zur nächsten Folge. Jo. Ciao. Mach's gut. Monatsmob.